Will Smith has it, Britney Spears has it, Channing Tatum has it, Jamie Oliver has it, Taylor Swift has it. They all have publicly confessed to the attention deficit hyperactivity disorder, ADHD for short. Almost everyone knows the book Slovenly Peter, although it is already 150 years old. Slovenly Peter himself, but also Johnny Head in the Air and Fidgety Philip are ADHD children with quite different characteristics. ADHD has always existed, but in our performance-oriented society, all those affected by it are far more likely to stand out. They are expected to perform at the same time. They are constantly distracted by various stimuli, for example smartphones, which continuously claim their attention. Wenn wir heute das diskutieren, dann glaube ich, dass wir ein Problem haben, das von den Kindern erwartet wird, dass sie im Grundschulalter schon verstehen, dass sie jetzt leisten müssen, damit sie dann später einen guten Übertritt aufs Gymnasium schaffen können. Während es früher so war, da vorne war der autoritäre Lehrer gestanden und der hat gesagt, lernt es, macht es. Und damit sind die meisten Kinder, so schlimm das war, irgendwie auch durch das System durchgegangen. Niemand hat eine Zukunftsangst gehabt. Und jetzt haben wir total verunsicherte Eltern, die den Kindern viele Freiheiten einräumen in den ersten Lebensjahren, wo man auch viel von der Verhaltenssteuerung letztlich noch bedingen, beeinflussen kann. Dann sind plötzlich alle verwundert, wenn die in die Grundschule kommen, dass sie nicht von sich aus ein angepasstes Verhalten zeigen, wenn sie jetzt plötzlich im Klassenzimmer da sitzen müssen. Aber selbst da sind die Strukturen dann wieder viel offener. Da sitze ich dann am Gruppentisch, ich habe mein Gegenüber, ich werde von dem abgelenkt, die Klassenzimmer sind alle bunt, der Lehrer ist nicht mehr die Autorität, die vorne steht. Und während viele Kinder, die eine normale Steuerungsfähigkeit haben, damit gut umgehen können, bleiben die ADHS-Kinder in diesem Kontext dann zurück, weil sie das eben nicht leisten können. The main symptom of ADHD is the attention deficit and has a great influence on deliberate attention control. Not to be able to deliberately control things is certainly something many are familiar with, e.g. when they suddenly blush in awkward situations. This is disconcerting, but it is not possible to control it deliberately. ADHD belongs to the group of behavioral and emotional disorders. People with ADHD have a different perception of their environment. ADHD children feel, think and act differently. ADHD occurs in about 5% of all children. Attention deficit hyperactivity disorder is a generic term for two forms of the defect pattern, with and without hyperactivity. Those affected by ADD, that is people who suffer from an attention defect but are not hyperactive, often appear dreamy and sometimes even retarded. Hyperactive people with ADHD, however, are often restless, fidgety and can hardly control their impulsive movements. It has been scientifically proved that hereditary influences are mainly responsible for ADHD. Through lack of messengers in the brain, people affected are almost unable to filter information. Und daraus resultieren eben Konzentrationsstörungen, daraus resultiert die Schwierigkeit, Wichtiges zu erkennen, daraus resultiert auch Motivationsprobleme und daraus resultiert auch die Kontrolle über die Gefühle zu haben. What is important, however, is neither education nor environmental factors are the causes of ADHD, but they influence its course in positive or negative ways. Wir wissen, es ist sehr förderlich, wenn Kinder Unterstützung bekommen, wenn Kinder viel Sport machen, wenn Kinder auf dem Land aufwachsen, wenn viel Grenzen und Regeln da sind, die auch eingehalten werden, dann ist das für ADS-Kinder hilfreich. Overstimulation due to TV, computer games, smartphones or chaotic surroundings are not causes of ADHD either, but they can enhance ADHD symptoms. Ich weiß, dass ich ADHS habe seit circa meinem 4. Lebensjahr. Eigentlich wusste ich das schon immer, ich bin damit aufgewachsen. Mein Bruder hatte auch ADHS und meine Eltern auch. Deswegen war es immer so ein Begriff, mit dem habe ich aber halt in den jüngeren Jahren eigentlich nie was anfangen können. So. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir eben gesagt hatte, dass wir damals, als ich noch in Amerika gelebt habe, mit 4 dann zu der Kinderpsychologin gegangen sind. Und ich dann damals meine Diagnose bekommen habe. Ich war früher
der größte K.O. sozusagen, auch komplett hyperaktiv, durchgedreht. Einfach als dann ganz schnell gereizt. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der Klasse mich einfach nicht konzentrieren konnte zum Beispiel oder dass ich einfach die ganze Zeit rumgehampelt habe, obwohl ich es gar nicht so richtig wollte und nicht der Einzige war in der Klasse, der so drauf war. Und hatte ich halt mit der Diagnose eine Erklärung dafür. Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin so wie die anderen. Es war immer, ich war anders. Und das war in vielen Teilen auch ein beunruhigendes Gefühl, aber auch etwas, womit ich mich auch besonders gefühlt habe. Das hat mich auch dazu motiviert, immer so optimistisch durch all die Jahre zu gehen, auch mit all den Therapien und so weiter. Ja, jetzt heutzutage ist es so eigentlich, dass ich meistens in der Klasse so der Ruhige bin und der auch sozusagen mehr ab kann, im Gegensatz zu anderen. Also ich kann mich mit meinem ADHS auf Dinge, die mich interessieren, sehr stark fokussieren, kann da ewig lang dran arbeiten, ewig dran tun und machen. Zum Beispiel, ich lerne gerade eine Programmiersprache und kann da stundenlang mich dran setzen, ohne zu ermüden und daran weiterarbeiten. Es führt auch zu meiner Spontanität, zu meiner Kreativität, dass ich auch, wenn ich Sachen sehe, wo ich mich nicht zweimal fragen muss, schreite ich da ein oder schreite ich da nicht ein, da schreite ich ein. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mich ausmacht und die will ich auch überhaupt nicht vermissen. Gut, ich habe ADHS, habe ein paar Nachteile, aber die kann ich sozusagen halt einfach gucken, dass ich die ausblenden kann und die mit anderen Sachen, also mit den positiven Seiten sozusagen wieder auffüllen. Und so ist es an sich auch wieder ein Gleichgewicht. Vieles bleibt einem doch erhalten. Das heißt, so dieses Thema, sich selber zu organisieren, dieses Thema, die Kontrolle über die Gefühle zu bekommen, rechtzeitig in die Gänge zu kommen, Sachen zu Ende zu machen, das ist oft auch noch im Erwachsenenalter eine Herausforderung, damit einen guten Weg zu finden. Aber im Erwachsenenalter ist es ja eher möglich, dass ich mir meine Bedingungen so ein bisschen selber auswähle. Welchen Beruf will ich ergreifen, dass der zu meinen Stärken und Fähigkeiten, aber auch zu meinen Schwächen passt. Insofern kann Heilung in dem Sinne irgendwann so sein, dass keine Behandlung nötig ist mehr, aber zum Teil bestehen die Symptome eben weiter fort. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich Menschen sucht, die einem gut tun und die zu einem passen. Due to their way of thinking, they can be very creative and judicial, thus developing completely new perceptions. Among them there are, apart from artists, also the politician Christoph Lauer, the physician and comedian Eckart von Hirschhausen, the professional athlete and world champion Sven Otke, and the author of books and blogger Sascha Lobo.